auch Jelena Slezarenko erneut, Melanie Melfort, Anna Cicerova. Die Fehlversuche nehmen zu. Die Spanierin Beitia ist ebenso wie die Russin Skolina bislang drüber. Hat sich rar gemacht zuletzt. Nicht so viele Wettkämpfe wie sonst. Hat ein bisschen gelernt, glaube ich auch, von Ariane Friedrich und aus den schmerzhaften Niederlagen bei den Olympischen Spielen und natürlich auch beim Golden League und vor allen Dingen in der Halle bei den Hallen-Europameisterschaften. Sie will jetzt hier sehen, wie sie in den Wettkampf kommt. Ja, ja, das ist alles sehr souverän. Mein lieber Mann, das kann heute... Emma Green hat einen ungültigen über 1,96. Die Schwedin, die dritte bei den Weltmeisterschaften, 0,5 im Einland. Jawohl! Hauptsache drin geblieben für Emma Green. Neunte der Olympischen Spiele war hier an gleicher Stelle, als ja der Hochsprung Bestandteil der Golden League war. Beim ISTAF fünfte in dieser Saison an dieser historischen Stelle. Denn hier in diesem Olympiastadion hat damals Rosi Ackermann vor 32 Jahren zur Technik Nummer 1 wurde. Melanie Melfort, frühere Melanie Skotnik. Deutsche Meisterin 2003, jetzt Frankreich. Scheidet aus und wird am Ende Neunte mit übersprungen 1,92. Skolina aus Russland, ihr erster Versuch über 1,99. Das ist die neue Höhe. War vierte in der Halle, als Ariane Friedrich gewann in Turin. In diesem Winter hat sich verbessert auf jeden Versuch. An dieser Höhe scheiden sich schon die Geister. Die langte auch schon mal für einen WM-Titel, aber das ist ein paar Jahre her. Inzwischen muss man wieder 2 Meter springen. Und sie schafft's. Als erster drüber, schlagartig in der besseren Position. Sie hatte vorher einen Fehlversuch. War ein Nachteil gegenüber Beitia und Skolina, vergessen wir nicht. Da gibt es ja auch einen Haringen. Das lassen sie ziemlich hoch im Training. Athletin soll heiß sein auf Springen. Naja, der Bizeps ist auch ganz ordentlich. Günther Eising. Fixierung der Latte, dann hier diese Position, dieses über die Latte schlängeln, aber da ist nicht viel Platz, das muss man einfach sagen. Das ist bei Blankarten. Di Martino, die Italienerin. Aber ich glaube, Ariane Friedrich markiert ein bisschen die starke Frau. Und das hat ja in der Vergangenheit Spuren. Emma Green, die Schwedin, hat schon mal eine WM-Medaille vor 4 Jahren in Helsinki. Da war es kalt, da war es regnerisch. Ja, man darf nicht vergessen, die ist in diesem Jahr noch nicht über 1,95 gesprungen. Also höher als 1,95, um es genau zu sagen. Deswegen schon beachtlich, dass sie hier 1,96 erreicht hat. Der Blick gehört hat, aber hier im Stadion ist. Da begann das Desaster, da ging ihre Vorherrschaft zu Ende und das raubte ihr das Selbstbewusstsein. Das war deutlich anzumerken, die ganze Dominanz, die Souveränität war dahin. Sie hatte nicht damit gerechnet, sie war auch nicht vorbereitet, dass eine andere ihr die Vorherrschaft streitig machen könnte. 1,99, das ist ein Klacks normalerweise. Die bisherigen 3 Versuche, die waren richtig souverän.
Uiuiui. Zeit, kurze Zeit nur für ihren vielleicht letzten Versuch. Emma Green über 1,99. Die Schwedin will dabei bleiben. Sechste Hochspringerin über diese Höhe. Nein, es sind nur noch fünf im Wettbewerb. Ariane Friedrich und Blanka Vlasic. Doch wieder zum Sport. Wir schalten rüber zum Sport. Sie können sowas überhaupt nicht gebrauchen hier. Die Hochspringerinnen, die müssen sich auf ihren Job konzentrieren. Die Latte ist auf 2,02 Meter hochgesetzt worden. Anna Cicerova, die Russin, ist die zweite und die erste, die drüber kommt. Guckt mal einer an. Betia, die Spanierin, hat gerissen und sie ist plötzlich in der Vorlage. Wir erinnern uns. Ariane Friedrich und Blanka Vlasic hatten bei 1,99 so. Es spricht für ein faires Publikum, auch der Gegnerin die Unterstützung zu geben und für ein fachkundiges obendrein. Eigentlich nicht gebrauchen, diesen Lärm. Sie hat es lieber ruhig, aber ich kann das Stadion jetzt nicht mehr zähmen. Jetzt wird es eng. Der sah schlechter aus noch. Die Korrektur hatte keine positiven Auswirkungen, im Gegenteil. Was sich schon bei 1,99 andeutete, mit dem Rücken schon streift sie die Latte und der Allerwerteste ist dann der Körperteil, der die Latte zu Fall bringt. Antonietta Di Martino. Nein, die Italienerin gerät ans Limit. Meter ist ihre Saisonbestleistung, aber 2,03 ist sie schon mal gesprungen. Das war vor zwei Jahren, als sie eben Zweite wurde bei den Weltmeisterschaften. Damals mit der Silber. Erst zwei Tage vor der Qualifikation ist sie nach Deutschland gekommen, so lange wie möglich zu Hause. Was soll diese Geste? Ist dir nicht laut genug? Doch, doch, sie hat gesagt, warum habe ich nicht gleich geschafft? Verstehe ich nicht. So einfach. Und wenn wir jetzt meine Zeitlupe sehen, wie viel Platz da noch war. Also, was da drin ist, was da möglich ist, wenn alles passt. Das war aber sehr deutlich drüber. Das ist natürlich ein Zeichen. Sie offenbar Ruhe im Stadion. Maßarbeit, würde ich sagen. Da passte aber wirklich kein Blatt Papier dazwischen. Das weiß auch. Aber sie hat sich noch mal gerettet. Und das zeugt von Kampfgeist. Und das zeugt davon, dass man Selbstvertrauen hat. Und da schreit sie es raus und könnte in jeder Rockband ganz vorne an der Bühne stehen. Nicht nur wegen der Frisur. Anna Cicerova macht den Anfang, die die vorgelegt hatte bei 2,02. Und das sah gar nicht so schlecht aus. Also, es ist ein Dreikampf geworden und es wird uns noch fesseln einige Zeit. Der Gluteus Maximus touchiert die Latte.